Moin zusammen, Hennas am Start und heute öffne auch ich das neue Set Silver Tempest. Es hat etwas gedauert, gab etwas Probleme bei meinen Vorbestellungen, aber jetzt ist das Display endlich da und wir können auf die Jagd nach dem Lugia gehen. Let's go! Ja, das neue Set ist da, Silver Tempest ist am Start und ja, es hat auch ganz coole Karten. Natürlich die absolute Chase-Karte, ich habe es euch ja in meinem Top-10-Video schon gesagt, ist natürlich das Lugia in Alternativ. Und genau dieses Lugia versuchen wir heute zu ziehen. Lasst uns direkt reingehen ins Display. Ich zeige euch wie immer nur die Hits und ab dafür. So, das gute Stück ist offen. Lasst uns mal reinschauen. Ja, diesmal haben wir wieder 4 Booster Artworks. Sehr cool. Diesmal in Blau gehalten. Finde ich eigentlich recht cool. Natürlich das Lugia. Wirklich, wirklich cooles Booster Artwork. Erinnert mich so ein bisschen an Call of Legends. Da war ja auch das Lugia vorne drauf. Und ja, genug der Vorrede. Rein ins Display. Und wir fangen tatsächlich auch mit unserem Lugia an und schauen, ob uns das Lugia auch entsprechend was gönnt. Kartentrick ist wie immer der gleiche bei Schwert und Schild und ich bin gespannt, was wir haben können. Ja, erfahrungsgemäß ist es natürlich wieder so, dass die Wahrscheinlichkeit bei mir recht hoch ist, dass ich eine Trainer Full Art bekomme oder vielleicht sogar einen Rainbow Trainer. Trainergalerie, nein, Radiant, Alakazam, First Pack, Magic, mega stark. Und muss ich sagen, die Karte finde ich tatsächlich eine der besten Radiant-Karten, die es bisher gab. Ich fand das Greninja war cool. Ich fand tatsächlich das Glurak ein bisschen enttäuschend, aber dieses Alakazam, bam! Mega, mega cool. Uri Geller wäre stolz. Und damit, ja, erstes Pack, erster Hit. Zweites Pack. Jetzt haben wir Vulpix. Ja, Vulpix ja mit Lugia. Das ja, Maskottchen-Pokémon nenne ich es jetzt einfach mal. Für das Set beinhaltet eigentlich die meisten Karten. Aber natürlich sind die Lugia-Karten die Karten, die man ziehen möchte. Neben diesem Fluffy aus der Trainergalerie. Und dahinter eine Regular Rare. Ja, es geht gut los. 2 Packs, 2 Hits. Ja, rund 18 Hits sollten in unserem Display drin sein. Also ich erwarte in jedem zweiten Display zumindest einen Hit. Und mal schauen, wann unser erster großer Hit kommt. Richtig stark wäre es natürlich, wenn wir irgendeine alternative Artwork-Karte ziehen können. Da wäre ich mega happy. War ich in letzter Zeit nicht wirklich verwöhnt damit. Boah, ich müsste, glaube ich, weit zurückdenken, dass ich mal eine Alternative gezogen hätte. Schauen, was wir hier haben. Radiant Jirachi. Starke Karte. Und dahinter auch noch den Sealstone. Sehr cool. Double Hit Pack. Let's go. So, jetzt auch nochmal die Sonne wieder ein bisschen weggemacht. Die hat hier gerade von der Seite reingeschienen. Sind wir ja froh, wenn tatsächlich auch irgendwann mal noch Sonne da ist. Ja, Jirachi und Alakazam, schon 2 Radiant-Karten in den ersten Packs dabei und aus meiner Sicht definitiv die besten beiden Radiant-Karten, die wir hier haben. Jirachi auch super beliebtes Pokémon und von daher cool, dass wir den gezogen haben. Rigiliki bringt uns hoffentlich ein bisschen Glück im nächsten Pack. Mal schauen. Ja, ich sag mal, was die Radiant-Karten angehen, sollte es das jetzt gewesen sein. Ich
Ich glaube, zwei sind so normal im Display. Alles darüber würde mich überraschen. Hier ist Sigi am Start. Wieder Zubat. Ja, ich auf die Commons und Uncommons gehe ich gar nicht so sehr ein. Ich glaube, da haben wir nichts Besonderes. Oh, und wir haben unseren ersten dicken Hit. Wir haben unseren ersten dicken Hit. Altaria, was versteckt sich dahinter? Wir haben Magiana als Full Art. Ja. Ja, eine Full Art in unserem Display, das sollte sie gewesen sein. Wenigstens kein Trainer dieses Mal, sondern tatsächlich ein Pokémon. Jetzt nicht das beliebteste Pokémon, aber hey, wir haben eine Full Art. Und wollen uns darüber natürlich auch nicht beschweren. Ja, nachdem wir unsere Full Art gezogen hatten, es war diesmal ein Pokémon, kein Trainer, war jetzt eine ziemlich lange Durststrecke, die ihr Gott sei Dank nicht miterleben musstet. Und von daher könnte es jetzt mal wieder Zeit werden für einen Hit. Und ja, ich hoffe dieses Mal, dass wir auch wieder mal eine Secret Rare im Display dabei haben. Die letzten zwei Displays, die ich geöffnet habe, hatten ja jeweils keine Secret Rare dabei. Was mich schon immer ein bisschen traurig macht. Oh, wir haben hier schon einen weiteren Hit aus der Trainergalerie. Unser Gardevoir. Oh, und ein Doppelhit. Was haben wir hier? Regidrago in V. Ja, cooles Pack. Doppelhit Pack. Und sicherlich nicht schlecht. Vor allem das Gardevoir. Finde ich schon sehr, sehr cool aus. Ja, allgemein die Karten aus der Trainergalerie ist auch nochmal richtig, richtig was Cooles dazugekommen. Und der große Vorteil ist natürlich, dass man selbst auf dem Reverse-Slot nochmal Hits haben kann. Ja, und das Erlebnis, dass auf dem Reverse-Slot auch nochmal was sein kann, macht das Ganze auch vom Spaßfaktor einfach nochmal ein Stück weit besser, als es vielleicht zuvor war. Das heißt, selbst wenn man jetzt keine großen Hit dabei hat, ist es trotzdem cool, weil man immer noch die Chance hat, aus der Trainergalerie was zu ziehen oder zum Beispiel auch eine Radiant-Karte zu ziehen. Anorit, schauen wir mal, was das Fossil uns noch gibt. Laylee, wir haben Rotom. Wir haben Rülpix. Und Molga. Und dahinter, erste Holo, Dragonite Holo. Auf jeden Fall eine der besseren Holo-Karten. Dragoran, auch hier wieder ein beliebtes Pokémon und ja, finde ich echt gelungenes Artwork. Weiter geht's mit dem nächsten Pack und hoffentlich auch dem nächsten Hit. Ja, Rotom. Wäre natürlich auch eine schöne Alternative. Ja, Glalie. Ja, und dieses Rotom. Drippy. Vulpix. Emolga. Jinko. Und Blaziken VMAX. Let's go! Dahinter noch ein Victini. Aber Blaziken VMAX. Bam! Eine der besten Trainergalerie-Karten, die man ziehen kann. Und wir haben sie gezogen. Let's go! Logok. Bockstark. Ich bin begeistert von dieser Karte. Mega, mega gut. In meinem Top 10-Video habt ihr ja gesehen, dass die Karte relativ weit vorne dabei ist. Mittlerweile ein bisschen im Preis gesunken. Aber trotzdem, so ein starker Hit aus der Trainergalerie. Den nimmt man gerne mit. Auf jeden Fall bester Hit bisher. Ja, ich denke, besser als das Logok kann eigentlich nur noch das Rayquaza sein aus der Trainergalerie. Und na, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir noch eine Goldkarte aus der Trainergalerie bekommen. Das kann ich mir schon noch irgendwie vorstellen.
Aber ob es das Rayquaza ist, sind wir mal gespannt. Und jetzt, oh, ich sehe es schon etwas schimmern. Hier scheint was drin zu sein. Nicht auf dem Reverse-Slot, sondern ganz zum Schluss. Und Reshiram in V. Ja, V-Karte nehmen wir auf jeden Fall mit. Bin auch gespannt am Schluss, wie viele Hits wir tatsächlich haben werden. Ich habe ja so um die 18 gecallt. Mal schauen, ob es das auch wird. So, die Jagd nach unserer Secret Rare geht weiter. Wir haben jetzt schon einige Packs geöffnet und bisher hat sich die Secret Rare, sofern sie denn noch überhaupt da ist, noch versteckt. Genauso wie unsere V-Star-Karten, da habe ich bisher auch noch nichts gesehen. Klar, wenn es um V-Star-Karten geht, natürlich das Lugia, die Most Wanted-Karte. Und da hoffe ich auch mal, dass wir diese ziehen werden. Wir haben Swablu, Swirlix, nichts auf dem Reverse-Slot, aber, oh mein Gott, Secret Rare, Goldkarte, oh mein Gott, komm schon, lass es Lugia sein. Nein, es ist Zephyria. Trotzdem super coole Karte, Goldkarte, endlich mal wieder eine Secret Rare. Let's fucking go. Bam. Mega Hit. Wir haben wieder mal Gold gezogen. Für den kurzen Moment, als ich hier oben das Vista gesehen habe, habe ich gedacht, wir haben Lugia tatsächlich gezogen. Aber es ist Zephyria V-Star. Endlich, der Fluch der Secret Rare ist gebrochen. Wir haben endlich mal wieder eine im Display. Finally! Ja, mittlerweile sind wir schon in der zweiten Hälfte des Displays und die erste Hälfte war wirklich krass von den Pulls. Wir hatten unsere Gold Secret Rare, wir hatten unsere Full Art Karte mit dabei. Ja, und von daher bleibt die Frage, wie viel gönnt uns tatsächlich die zweite Hälfte des Displays noch? Wenn ich mal einen normalen Ratio nehmen würde, dann wahrscheinlich eher weniger. Aber warum sollen wir nicht auch mal ein richtig krasses Display-Opening haben? Mit eventuell einer zweiten Secret Rare, mit vielleicht noch einer Full Art, eventuell sogar eine Alternative. Ja, Methan Hill. Nichts in der Trainergalerie. Dafür aber ein Holo Galoppa. Ja, wenn wir auf unsere bisherigen Hits schauen, dann haben wir drei Karten aus der Trainergalerie. Wir haben Fluffy, wir haben Gardevoir und wir haben auch das gute Logok im Angebot. Und von daher denke ich, dass wir da noch den einen oder anderen Hit bekommen werden. Also vor allem, was die normalen, in Anführungszeichen, Trainergalerie-Karten angeht. Da sollte noch was dabei sein. Mal schauen, welche der Karten uns noch bevorstehen. Rotom, Dreepy Reverse. Schon wieder? Schon wieder ein Banger? Regieleki, nächste Full Art. Let's go! Was ist mit diesem Display los? Zweite Full Art Karte. Oh mein Gott. So viele Hits hatte ich schon lange nicht mehr. Wow. Ich bin wirklich begeistert. Secret Rare und zwei Full Art Karten. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ja, und damit sinken natürlich die Chancen immer weiter, dass wir noch eine Alternative ziehen können. Aber ich sag's euch ja immer, you never know. Und ab dafür. Rein geht's. Was können wir jetzt rausziehen? Also das hat mich jetzt überrascht, dass wir tatsächlich noch eine zweite Full Art Karte gezogen haben.
nichts auf dem Reverse-Slot. Und Crobat Holo. Ja, das war überraschend und ich freue mich aber sehr drüber. Ich freue mich sehr drüber, wenngleich es hätten natürlich auch andere Full-Art-Karten sein können. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Die Hits kommen endlich mal wieder zurück. Ja, ich habe es euch ja schon mal in meinem Top 10 Video gesagt. Ich denke, dieses Set wird eher so eine Art Zwischenset werden. Ich denke, alle warten auf Crown Zenith, was echt richtig stark wird, wenn man die Leaks sich anschaut. Unfassbar schöne Karten. Ich finde auch mal wieder ein ganz anderer Artstyle, der hier angebracht wird. Und ja, ich freue mich mega schon auf Vista Universe. Ich werde mir auch da vielleicht die ein oder andere Box auf Japanisch wiederholen. Und wenn wir hier unseren nächsten Hit haben. Zephyria, ja, du bist heute auf jeden Fall gut vertreten, Kollege. Dich nehmen wir natürlich. Ja, und zu Vista Universe werde ich natürlich auch die ein oder andere Box öffnen. Aber derzeit habe ich ehrlich gesagt keine Lust vorzubestellen. Ich finde die Preise, die gerade verlangt werden, sind einfach sowas von krass zu teuer. Also aktuell sind, glaube ich, 130 Euro aufgerufen zum Vorbestellen. Also da muss ich definitiv sagen, no way. Also das zahle ich mit Sicherheit nicht und würde euch auch empfehlen, es so zu machen wie ich, dass man tatsächlich ein bisschen wartet, den ersten Schwung mal vorbeigehen lässt und ich bin mir sicher, dieses Set wird maximal viel gedruckt und dementsprechend kriegt, glaube ich, auch jeder, der möchte, eine Box zu einem vernünftigen Preis, während wir hier Malamar haben aus der Trainergalerie. Nächstes Doppel-Hit-Pack mit Vulpix. Sehr cool. Ja, wie gesagt, bestellt nicht vor zu diesen Mondpreisen. Es wird sich nicht lohnen und vor allem die Boxen werden günstiger werden. Da bin ich mir auch 100% sicher. Ja, viele Packs haben wir nicht mehr. Trotzdem erwarte ich noch ein bisschen was. Die Faustar-Karten haben wir bisher noch gar nichts gezogen. Da würde ich sagen, sollte auf jeden Fall eine mindestens im Display dabei sein. Eher sogar zwei. Und ja, wäre natürlich richtig, richtig stark, wenn hier auch ein Lugia dabei wäre. Ansonsten würde ich mich aber auch über eine Lugia V-Karte freuen. Wenn es schon das Pokémon des Sets ist, dann möchte ich es gerne auch ziehen. Wir haben nichts in der Trainergalerie. Dafür aber eine Holo. Ja, Holo Henna ist wieder am Start mit den Holo-Karten. Nächste Holo. So, noch 5 Chancen auf das Lugia. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es sich hier noch irgendwo versteckt hat. Wie gesagt, die größte Hoffnung ist wirklich das Faustar Lugia. Da, glaube ich, haben wir jetzt noch die beste Chance drauf. Würde mich schon sehr überraschen, wenn wir keine Faustar-Karte in dem Display hätten. Ja, wobei, ich hatte die letzten beiden auch keine Secret Rare. Von daher kann es vorkommen. Wir haben schon mal nichts in der Trainergalerie. Aber unsere erste Faustar-Karte. Ich sag's euch, man muss es einfach nur beschreien. Oh, und es ist Incognito Faustar. Ja, die Alternative ist auch unglaublich schön, finde ich, von Incognito. Und ja, die Faustar-Karte steht dem in sehr, sehr wenig nach. Ja, so kurz vor dem Ende muss ich sagen, ein wirklich sehr starkes Display. Ich würde sogar sagen, das Beste, das ich seit langem aufgemacht habe. Wirklich, wirklich stark und ja, so macht ein Opening auch Spaß, wenn man wirklich viele Hits zieht. Sehr cool.
Auch wenn ich das Set nicht so abfeiere, muss ich sagen, dieses Display ist wirklich richtig strong. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Wer weiß, was noch kommt. Oh, wir haben sie gezogen. Rosanna. So eine schöne Karte. Ja, und ich will es nicht spoilern, aber irgendwie schaut das tatsächlich nach einer Rainbow-Karte aus. Es ist der gute alte Lance. Bam! Zweite Secret Rare in diesem Display. Ja gut, eigentlich hätte es mir klar sein müssen, mein Trainer hat ja tatsächlich noch irgendwo gefehlt. Oh, was ein Display. Was ein krasses Display. Oh mein Gott. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Zwei Secret Rares in einem Display. Unfassbar. Unfassbar stark. Ja, und für alles Weitere möchte ich gar keine Prediction mehr machen. Ich glaube, wir haben unser Glück schon mehr als strapaziert. Ja, was soll ich sagen? Ein richtig krasses Display. Oh mein Gott. Dede, ne? Wir haben den Quadstone. Morpeko. Smeagol. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch an Hits jetzt haben können. Immer noch Hits. Das wäre irgendwie des Guten auch zu viel. Hier haben wir schon mal nichts. Dafür noch eine Holo. Ja, nach so vielen krassen Hits sind wir am Ende angekommen und hoffen, dass das Lugia uns nochmal Last Pack Magic bescheren kann. Wenngleich ich auch sagen muss, wir können nach gar nichts mehr verlangen. Überhaupt gar nichts mehr. Es war so ein krasses Display, wie ich, ja, hätte ich niemals gedacht, dass wir so viele Hits haben. Wir machen gleich auch nochmal einen kleinen Recap, dass wir sehen, was alles tatsächlich hier drin war. Und wie können wir dieses Opening beenden? Haben wir nochmal was auf dem Reverse-Slot? Nein. Haben wir nochmal was auf unserem Rare-Slot? Nein. Haben wir auch nicht. Somit keine Last Pack Magic, aber trotzdem richtig strong. Ich bin mega happy, ein Display geöffnet zu haben. Und was wir alles gezogen haben, schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Ja, insgesamt habe ich 18 Hits vorausgesagt. Wir sind am Schluss bei 21 gelandet und da sind richtig krasse Karten dabei. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holos, was richtig stark ist. Wir haben V-Karten, 1, 2, 3, 4 V-Karten. Ja, die gehen so, muss ich tatsächlich sagen. Hau mich nicht vom Hocker. Ganz im Gegensatz zu dem Radiant Alakazam, was ich richtig stark finde. Genau wie das Chirachi, also zwei Radiant-Karten. Wir hatten eine V-Star-Karte. Da hätten wir tatsächlich auch noch eine zweite im Display haben können, aber hey, wollen wir uns mal nicht beschweren. So, wenn der Fokus auch möchte, dann machen wir weiter mit den Trainergalerie-Karten. Malamar, wir haben Fluffy, wir haben das Jinx, was ich sehr stark finde. Wir haben Gardevoir. Somit 4 Karten aus der Trainergalerie. Wir haben dann noch einen richtigen Banger aus der Trainergalerie mit unserem Blaziken. Dann haben wir 1, 2 Full Art Karten. Magiana und Regieleki. Wir haben den guten Lance als unseren Trainer, den wir eigentlich immer brauchen in unseren Displays, in Rainbow. Und der sicherlich beste Hit aus diesem Display, Superior V-Star in Gold. Mega stark. Mega starkes Display insgesamt. Ich bin super happy, dieses Display geöffnet zu haben. Und ja, wie gesagt, das war das Beste, was ich seit langem hatte.
Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen, lasst mir gerne ein Abo da und schreibt gerne auch eure Puls in die Kommentare. Habt ihr es geschafft, das Lugia schon zu ziehen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich bin raus. Ciao.